Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Fall für Zack McCracken Between Time and Space. Ich habe mich am Ende des letzten Videos ein bisschen über das Spiel beschwert, weil es sehr unsensibel mit gewissen Themen umgeht, weil es sehr wenig Feingefühl beweist in vielerlei Hinsicht. So gibt es zum Beispiel sehr viel, sehr misogyne Dialoge in diesem Spiel oder auch einfach Charakterdarstellungen, die wir jetzt schon bewundern durften. Und auch der ein oder andere rassistische Stereotyp darf natürlich nicht fehlen. Und ich habe deswegen mal geguckt, aus welchem Jahr das Spiel ist. Das ist nämlich, finde ich, immer wichtig zur Einordnung. Und das Spiel ist von 2008. Das heißt, da kann man noch ein bisschen Gnade walten lassen. Ich meine, das ist doch einfach noch eine andere Zeit gewesen vor 12 Jahren. Das stimmt schon. Trotzdem finde ich, dass man auch schon 2008, gerade als jemand, der kreativ tätig ist, der schöpferisch tätig ist, etwas mehr Feingefühl in manchen Bereichen hätte haben können. Also, dass da eben so ein bärtiger Mann mit Turban im Flugzeug sitzt und wenn man seinen Koffer öffnet, sind da seltsame grüne leuchtende Steine drin. Ah, das ist nicht lustig. Das sind einfach nur die Bedienung von schädlichen Klischees. Das finde ich einfach nicht cool. Und davon möchte ich mich ganz klar und ganz deutlich distanzieren. Das finde ich nämlich richtig kacke. Dennoch werden wir jetzt mit quasi im Hinterkopf behalten, dass das Spiel halt ein bisschen älter ist, dass es ein kleineres Fanspielchen ist, das auch so ein bisschen vielleicht den Spirit des Originals einfangen wollte, der ja halt eben doch in den 80ern spielt, aber eigentlich ist der wieder, ja gut, der ist schon auch ziemlich rassistisch, ne? Aber nicht sexistisch zumindest, soweit ich das mich erinnere. Ich meine, abgesehen davon, dass die Astronautin einen rosa Anzug trägt, aber gut, okay, meine Güte. Naja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir spielen das Spiel jetzt, behalten im Hinterkopf, dass es halt irgendwie, ne, ein bisschen älter ist und so. Vielleicht auch ein bisschen problematisch. Ich hoffe es wirklich jetzt. Dieser Klischee-Terrorist im Flugzeug war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, fuck, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Das könnt ihr doch nicht so darstellen. Das könnt ihr doch nicht so zeigen. Aber zum Glück. Aber warten wir mal ab, ob sich das häuft oder ob wir es damit vielleicht so ein bisschen hinter uns haben. Ich befürchte Schlimmes. Ich wollte das nur in dieses Vorwort packen, damit wir uns jetzt auf das Spiel im Grunde konzentrieren können. Damit ich meine Position und meine Sicht auf die Dinge ganz klar dargestellt habe und damit ich im Spiel, abgesehen von der ein oder anderen schnäppischen oder abwertenden Bewertung, wenn sowas wieder vorkommt, nicht jedes Mal so tiefgehend auf das Ganze eingehen muss. Und jetzt starten wir das Spiel. Ah, Blödsinn. Mist. Wir laden das Spiel. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt wieder? Jetzt haben wir den Salat. Escape Service Menü, da bin ich gerade. Spielstände F5, genau. Ist ja wie im Original. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Laden. Ich glaube, das Flugzeug war eh der neueste, ne? Genau. Ein ausziehbarer Abfalleimer für Kondome und Damenbinden. Ah ja, genau. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Ich habe weder Interesse an Damenbinden noch an Kondomen. Also, ab und zu gibt es schon Situationen, in denen ich Interesse an Kondomen habe, aber gut. Ich passe mich nur an das Niveau des Spiels an. Licht an, Licht aus. Was soll sonst passieren? So, jetzt weiß ich endlich, wie ich aussehe. Wurde aber auch Zeit, das endlich herauszufinden. Den werde ich nicht mit mir herumschleppen. Kann ich nicht, wirklich nicht das Klopapier mitnehmen? Das ist mit Sicherheit die einzige im ganzen Flugzeug. Wenigstens einmal möchte ich Rücksicht nehmen. Sie bleibt, wo sie ist. Ich habe schon eines zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
Ich habe auch keine Ahnung, wie irgendwas hier gehen soll. Zack, Mac, Crack. Ich weiß überhaupt nicht, was wir in dem Flugzeug jetzt machen müssen. Ich habe schon mit allen geredet. Surf yourself. Ich darf theoretisch die Mikrowelle benutzen. Hey, da steht Selbstbedienung. Sehr gut. Wisst ihr, was mich gerade verwirrt? Wo sind meine Items? Ich sollte es lieber anders ver... Ach du Scheiße. Ein Bug. Ah, jetzt ist die Leiste da. Gut, einmal kurz Escape drücken. Die Leiste war gerade unsichtbar. Wie wär's denn, wenn wir unsere Nüsschen... Leckere Erd... ...in die Mikrowelle packen? Tja, was soll man dazu sagen? Weiß ich nicht. Das soll ein Schatz... Na gut, Nüsschen nicht. Sushi im Glas. Oh, ich hoffe doch nicht. Den Gedanken sollte ich... Ja, finde ich gut. Den Keksbrei. Nein, da hebe ich mir einen Bruch. Du hebst ja einen Bruch, wenn du den Keksbrei... Wie viel Keksbrei ist denn das? Wenn er sich einen Bruch hebt, wenn er den Keksbrei in die Mikrowelle hebt. What? Du, keine Ahnung, Spiel. Die Idee war ja ganz gut. Ich probiere alles. Nein, das geht so... Das hilft mir nicht weit. Ich probiere jetzt einfach alles. Lustig fände... Ich hab kein... So langsam... Denk nach, denk... Keksbrei hatten wir schon. Das leider... Ich sollte... Ah, ich verstehe jetzt erst den Kleiderhaken, ne? Das sieht... Das könnte auch... ein Piratenarmhaken sein und der Friseur sah ja ziemlich wie Guybrush Threepwood aus, oder? Das ganze Spiel ist voller Easter Eggs. Den Gedanken sollte ich verwerfen. So langsam so lieber. Ja, ich weiß es auch nicht. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Tja, was soll... Irgendein leuchtendes Zeug aus... Ohne mich. Ich sollte mir lieber... So lieber nicht... Wenn ich die Decke mit dieser Substanz einreibe, müsste sie leuchten. Mal sehen, ob es klappt. Aha. Jetzt habe ich eine leuchtende Decke. Das leider... Keine Chance. Komm, verkleid dich als Geist. Grundsätzlich ist die Verkleidung sicherlich gruselig genug. Aber vermutlich ist es noch nicht dunkel genug im Passagierraum. Aha. Jetzt haben wir einen Hinweis. Wie bekomme ich es dunkel im Passagierraum? Das ist eine gute Frage. Und warum eigentlich? Warum mache ich das alles hier eigentlich? Da gibt es nichts zu sehen. Es ist verspiegelt, obwohl es schön wäre, auf dem stillen Örtchen eine gute Aussicht zu haben. Es sieht fast so aus, als ob es keinen Griff mehr hätte. Aber ist da keine Jalousie oder so, die ich zumachen kann? Anscheinend nicht. Wie könnten wir es abdunkeln hier? Ich könnte mit einem Feuerzeug über das Fenster fahren, damit alles voller Ruß ist. Das leider... Ich meine, es ist weit hergeholt, aber in solchen Adventures ist oft viel weit hergeholt. Insofern... Das sollte ich lieber jemand anderem überlassen. Das sollten wir lieber... Wisst ihr, was ich lieber machen sollte? Ich sollte mir lieber einen Guide suchen. Weil grundsätzlich habe ich nichts dagegen, stundenlang rumzurätseln. Aber für ein Video mit Zuschauern ist das einfach langweilig, oder? Wahrscheinlich ist das... Das sollte ich... Die angebliche Weltneuheit, ein simpler Nachttopf. Je länger ich das Ding anschaue, desto mehr glaube ich, verarscht worden zu sein. Bing, bing. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Was machen wir denn jetzt? Soll ich irgendwas ins Klo schütten oder so? Ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal die Tür aufmachen, damit wir alle in unseren Tod stürzen? Ich bin gerade so verzweifelt. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Ich glaube, dass das in Filmen immer sehr überdramatisiert dargestellt wird, dieser Luftausgleich. Da werden immer stundenlang Leute irgendwie aus irgendwelchen Türen oder Löchern im Flugzeug gesaugt. Ich denke mir immer, so viel Atmosphäre ist in diesem Flugzeug auch wieder nicht. Wahrscheinlich wird es einmal kurz machen, einmal kurz rausgepustet, aber dann ist gut. Und dann ist es halt im Flugzeug echt kalt und die Luft ist dünn. Und wahrscheinlich auch windig wie Sau. Aber dass man gleich, dass gleich über Stunden alles rausgesaugt wird, ich wüsste nicht warum. Zum Glück kann man in diesem Adventure nicht sterben. Hochmutiger Reporter gewinnt Freiflug. Ein tragischer Unfall ereignete sich letzte Nacht auf dem Flug Diamond Wind Tours 815 nach San Francisco nach Honolulu. Der amerikanische Boulevardreporter und selbsternannter Weltenretter Zach McCracken versucht aus bisher noch ungeklärten Gründen während des Fluges die Flugzeugtür zu öffnen. Warum geht das überhaupt? Also ich meine jetzt rein mechanisch. Und wurde dabei aus dem sich in der Luft befindenden Flugzeug gezogen. Der Pilot musste den Flug abbrechen und auf einem Flugzeugträger der US-Marine notlanden. Moment, mit einem großen Passagierflugzeug, na meinetwegen. Berichte einer Stewardess zufolge sollte der Passagier Thetma Dragon Brides während der Flug durch merkwürdiges Verhalten aufgefallen sein. Oh oh. Wie sich außerdem herausstellte, war dies nicht der erste Akt von Vandalismus und Terrorismus des abenteuerlustigen Reporters. Schon 1997 wurde er wegen Beschädigung des Bordinventars verklagt. Damals hatte er sowohl das WC überflutet, als auch ein Ei in der Mikrowelle des Bordpersonals explodieren lassen. Mehrere Sitzkissen von den Plätzen entfernt. Nur eins. Das war nur eins, nicht mehrere. Tja. Und während des Fluges sämtliche Gepäckfächer geöffnet. Ja, gut. Ein gefährliches Unterfangen, welches ihm damals 3 Millionen Dollar kostete. What? Und ihm ein Flugverbot einbrachte. Erst nach der Übernahme der American Airlines durch die damals für ihre Flüge zum Bermuda-Dreieck bekannte Fluggesellschaft Divine Wind Tours wurde dieses Verbot wieder aufgehoben. Sehr schön. Sollen wir hier noch schauen? In einem anderen Stern, der ehemalige Spielentwickler David Fox behauptet, einen Anruf von Außerirdischen auf seinem Bildtelefon erhalten zu haben. Die Außerirdischen sollen langgezogene Köpfe und große Augen gehabt haben. Laut Fox sollen die Außerirdischen genauso ausgesehen haben wie die aus einem Computerspiel aus den 80er Jahren. Das Spiel soll auf Träumen basieren, die Außerirdische ihm damals geschickt haben. Auf der Suche nach dem Helden mit roter Krawatte hat Fox derzeit mit seinem ehemaligen Kollegen Matt Allen Kane in mehreren Talkshows zu Gast. Unter anderem auch in Kamels Wissenschaftstalkshow auf SFN. Okay. Es ist wirklich alles einfach nur, das ganze Spiel ist ein riesiges Easter Egg mit Stereotypen-Klischee-Streusel obendrauf. War die Marslandung nur ein Schwindel? Ich war da persönlich Mensch. Schüler des New Yorker Brainerd College haben nun versucht, die Marslandung der zwei Studentinnen Liesel und Melissa nachzustellen und zu beweisen, dass die beiden ihren historischen Flug zum Mars nur vorgetäuscht haben. Dazu haben sie, genau wie ihre Vorbilder, einen alten VW-Bus umgebaut und eine täuschend echte Marslandschaft samt
Mars, Gesicht und Pyramide errichtet. Die Schüler scheinen an alles gedacht zu haben. Sogar die sich ändernde Haarfarbe einer der beiden Studentinnen konnte erklärt werden. Ha, das ist witzig. Weil das ist mir auch aufgefallen, dass die eine irgendwie immer in jeder Szene eine andere Haarfarbe hat oder sowas. Ich war mir nicht sicher, aber wenn die das hier referenzieren, dann wahrscheinlich. Woran es noch hapert, ist die Imitation des Flugverhaltens des Raumbusses. Das ist wirklich ein total schwieriges Unterfangen, so einer der Schüler. Die haben das damals ja noch nicht mit Computer gemacht. Diese ganzen Special-Effekte, ein wahres Meisterwerk ist das. Trotzdem geben sich die Schüler des Barron College optimistisch. Egal wie lange es dauert, wir werden es schaffen. Die Studentinnen sind derweil eher amüsiert. Melissa China wahrscheinlich sagt, sie wartet gespannt auf das Ergebnis der Schülergruppe. Daran ändern, dass die beiden wirklich auf dem Mars waren, würde das allerdings nichts. Vogel fliegt schneller als. Der Artikel würde mich echt interessieren. Nochmal. Ach, und dann starte ich direkt hier wieder. Habe ich jetzt sogar das leuchtende Tuch? Tatsächlich. Ja, na dann lohnt es sich ja sogar immer wieder mal Sachen zu machen, bei denen man stirbt, wenn man dafür lustige... Kann ich was mit der Kaffeemaschine machen? Die Stewardess würde mich kurzerhand aus der geschlossenen Flugzeugtür treten, wenn ich mich an ihrer Kaffeemaschine vergreife. Nur wenigstens darf man nun die Mikrowelle benutzen. Irgendwie müsste ich die Stewardess quasi hier weglocken, ne? Glaube ich. Naja, Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier Pause, weil ich kann jetzt schon noch irgendwie hier 10 Minuten alles anklicken, aber irgendwie sehe ich den Sinn nicht. Wir machen jetzt hier Schluss für heute und ich suche mir jetzt wirklich einen Guide, damit wir, wenn ich mal hängen bleibe, einfach nachschauen können. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass das Spiel vielleicht auch die unschönen Eigenschaften des Vorgängers übernommen hat und irgendwie in einen Sackgassen führen kann und so weiter, und das finde ich unsexy. Deswegen, lieber mal, ich schaue mir das zumindest mal an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.